So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir wieder bei Cube Life Island Survival. Beim letzten Mal hatten wir damit aufgehört, hier, wie heißt es? Ja, uns vorzubereiten für die lange Reise. Und, ja, jetzt habe ich erstmal vor, hier noch diesen Baum abzufällen. Dafür werde ich natürlich dann auch nach oben krabbeln. Selbst wenn das Holz hier nicht passt, aber egal. Bauen wir das erstmal alles ab hier. Um wirklich auch genügend Ressourcen zu haben. Um hier dann auch weitestgehend zu überleben und uns auszuweiten. Das Problem ist halt, wir haben jetzt hier noch keine Haie, die wir jagen können, aber das ist egal. Die brauchen wir jetzt nicht. So, den Baum haben wir jetzt abgebaut. Jetzt gucke ich gerade mal. Was brauchen wir denn noch? Ach, den Helm wollte ich noch anlegen, genau. Das heißt, das. Jetzt muss ich gerade echt mal gucken, was wollte ich eigentlich machen. Einen Bogen könnte ich noch machen. Muss gerade nur suchen, wo der war. Ah ne, genau, für den Bogen brauche ich so eine Sehne. Das Problem war bloß, wie kriege ich so eine Sehne hin? Gut. Ah ne, ich wollte versuchen, mir genau so ein Boot zu basteln. So ein Raft. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Genau. Und dafür brauche ich Palmen. Deswegen war ich auf der Suche nach Palmen. Ich wollte weiter Palmen abbauen. Genau, da haben wir sie doch. Diese lieben netten Dinger wollte ich abbauen. Und das mache ich dann nochmal. So. Und dann springen wir hier auch wieder nach oben. Ach Mann. Hier ist aber sehr viel Holz. Muss man gleich dazu sagen. Na komm. Wow. Dann können wir das jetzt hier alles schön abbauen. Müssen wir hier alles in einer Reihe abbauen. So. Erstmal schön hier alles weg. Oh, guckt euch das mal an, was wir hier haben. Ups. Naja. Dann bauen wir jetzt mal hier weiter ab. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Alles hier weg. Und dann können wir wieder ganz normal runter auf den Boden der Tatsachen. Oh no! Oh, verdammt. Zum Schluss geht mir noch meine Axt kaputt. Egal. Jetzt haben wir hier noch und da noch. Jetzt haben wir ja Kokosnüsse in Massen. Können wir erstmal unsere. Ach, reicht. Gut. Suchen wir ganz kurz unsere Höhle, bauen uns eine neue Axt und dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Frage ist nur, ach, da vorne ist unsere Höhle. Das ist halt natürlich praktisch am Startgebiet, dass man hier gleich sofort die Höhle sieht. Warum habe ich das eigentlich nie abgebaut? Egal. So. Also, eine Axt bauen.
Oh, Stein. Schon was geklärt hier, ne? So, das kann ich mal noch da oben packen. Das brauche ich nicht ganz so oft. So. Genauso wie, ich mache das jetzt doch lieber so. Das ist halt immer wieder so, diese neue Umgewöhnung. So. So geht das dann doch bei weitem schneller. Klar, ich habe jetzt nur eine Axt, aber die sollte eigentlich auch reichen. Wir haben ja die Nacht jetzt noch Ruhe. Ich stelle mir gerade echt die Frage, warum ich hier das abgebaut habe, aber da nicht... Egal, ich mache jetzt hier weiter. Machen wir jetzt darum keine Gedanken. Solange wir Platz haben, ist alles in Ordnung. So. Einmal ganz kurz die Ansichten geguckt. Und ab nach oben. So. Yay, und es gibt ein Level Up. Das heißt, gehen wir eine Etage runter. Und bauen die nächste Ebene ab. So. Genau, so läuft das doch super. Und da ist auch noch ein Schweinchen. So. Machen wir jetzt einfach mal so. Ich brauche ja nicht bis zum Holz gehen. So. Und jetzt einfach nur noch runter. Kriegen wir erstens genügend Holz und zweitens haben wir dann auch genügend Kokosnüsse, um uns damit über Wasser zu halten. 106 Stück. Das ist doch gut. Und da sieht man auch, wie der Mond langsam untergeht. So, komm. Leder kann man eh mal genügend haben. Dann auch. Ja, so geht das doch. So geht das doch super. So, weiter geht's jetzt hier mit dem Baum. Und auch hier wieder nach ganz oben arbeiten. Na komm. So. Und auch hier wieder erst die oberste Etage machen wir. Und dann später die unterste. So, seht ihr? Dann gehen wir jetzt eine Etage runter. Und dann machen wir die nächste Etage. So einfach ist das. Und das Gute ist, man kommt hier wirklich von überall aus der Mitte ran. So. Und er fügt es auch gleich zusammen. Und dann kann man jetzt sogar hier schon von hier oben rein theoretisch rangehen. Man sieht auch, die andere Palme ist ein bisschen kleiner. Und der Tag bricht auch schon wieder an. Und dann jetzt einfach nur noch runter. Schön viel Holz bekommen. So, gucken wir mal, ob das reicht. Ich glaube es zwar nicht, aber... Ah, da sind ja noch genügend andere Palmen. Dafür haben wir hier noch ein paar kleine Schweinchen. So. Ein paar kleine Mädchen.
das andere Schwein jetzt hin? Ah, da. Es läuft alles nach Plan. Alles verläuft nach Plan. Alles super. Da ist schon wieder das nächste. Wo war hier noch eins? Hier war doch auch noch ein. Ach, da sind sie jetzt gerade. Mann, hab ich jetzt das schlechteste Zielwasser getrunken. Mein Gott, sie haben mir einen Schaden gemacht. Au. Das wäre beinahe jetzt ins Auge gegangen. Weil nämlich da immer mein Schwert kaputt gegangen ist. War alles kein Problem. Diese Ecke hier stört mich auch. Gewaltig. Ich möchte hier gerne flüssig durchkommen. Oh no! Ach, das nächste ist auch kaputt. Dann können wir einmal alles neu machen. Machen wir erstmal. Das hier neu. Dann brauche ich einmal Holz, um mir das zu machen. Und dann davon 8 Sticks. Machen wir uns doch noch ein schönes Schwert. Halt. Das Schwert wird ja hier so gemacht, genau. Ein Schwert und dann machen wir uns noch gleich eine Ersatzaxt. Boah, mit der Steuerung ist das doch schon so ein bisschen. Gut, wunderbar. So, jetzt brauchen wir, um diese Rafts zu machen. Hier von Holz. Und zwar. Ich habe es ja beim letzten Mal total verbockt. So, 9 Stück brauchen wir, ne? Okay, es geht nicht. So, teilen wir es halt mal so auf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut, haben wir hier schon mal 4 Stück. Können wir jetzt hier nochmal 2 rüberpacken. Und da ist bei mir gerade das Fenster zugefallen. Wunderbar, dann haben wir das auch und jetzt muss ich gerade mal rechnen. Ich glaube, das müsste reichen. Ja, 3 Stück. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haben wir wieder 3 Stück, wunderbar. Und dann haben wir noch unsere 9 Stück. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert oder nicht. So, jetzt haben wir das erstmal im Inventar. Ein Raft. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das Raft nicht, wenn ich es in die Hand nehme, gleich wieder verschwindet. Wir gucken mal, was wir dafür noch brauchten. Dafür brauchen wir eine Heilflosse. Ja, okay, gut, das kriege ich jetzt alles noch nicht hin. Was ist das Blaue? Was ist... Also, ich stelle mir halt wirklich die Frage, was das Blaue bei dem Segeln ist.
Das ist nämlich das Problem. Die Haiflosse ist klar. Den Rest würde ich auch hinbekommen. Aber das Segel weiß ich jetzt nicht. So. Gucken wir einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt das Raft hier ins Wasser lege. So. So. Geh mal doch ins Wasser. Okay, jetzt passiert hier mal nichts. Also hier kann ich jetzt irgendwie mal nichts damit machen. Das ist auch ganz gut. Das heißt, dann nehme ich das schnell wieder aus dem Inventar raus. Und wir müssen uns wirklich dann auf eine andere Insel begeben. Gut. Ist ja kein Ding. Aber bevor wir das machen, machen wir uns erstmal eine Karte. Und dafür holen wir uns jetzt erstmal Blätter. Und die Blätter bekommen wir hier von diesem Baum. Genau. Und wenn wir 9x9 haben, also 81 Stück, dann können wir uns sogar eine Karte vom Ozean machen. Und das habe ich jetzt halt auch vor. Damit wir genau wissen, wo wir hinfahren. Ja, dafür brauchen wir aber halt... genügend. Und die verschwinden irgendwo hin und ich sehe gerade nicht, wohin. Da sind sie, 61 Stück. Ich wusste doch, irgendwo habt ihr euch hier versteckt, ihr kleinen Blätterchen. Die wollten sich nämlich schön verstecken. Und sich mir nicht zeigen. So, 81 Stück. Wunderbar. Lieber ein paar mehr, falls ich es mal wieder verbocke. So. 93 Stück. Das heißt also, jetzt kann ich es rein theoretisch verbocken, aber muss ich nicht unbedingt. So, jetzt wünscht man sich hier noch so eine Komfortfunktion, aber nun gut. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, jetzt muss man ja natürlich sehr oft drücken. Nein, seht ihr? So, dann haben wir unsere neuen Karten. So, den holen wir mal wieder zurück. Na. So, und jetzt können wir es mit den Karten machen. Ach, seht, ich brauche sogar insgesamt 90, weil ich brauche hier eine kleine und eine große Karte. So, dann haben wir die Karte des Ozeans. So, und jetzt brauchen wir noch eine kleine Karte für, nämlich für die Umgebung. Die kann man sogar in Farbe machen, sofern man halt die ganzen Farbpigmente hat. Das verschiebe ich jetzt mal dahin. Ach, okay. So, machen wir so. Nein, das war auch doof. Na, das geht nicht. So, ich möchte doch hier einen Rucksack haben, der gut gefüllt ist. So. Und das da kann wieder hoch. Ich sagte, du kannst wieder hoch. So, und das Holz genauso. So ist dann die Axt. Ne, halt. Das dahin kann. Also, das da. Das da. Das da. Und das da. Dann kann das. Dahin. Oh, das war jetzt eine Krise, eine richtige Krise. Können wir das hier wieder mitnehmen? So. Und ja, bevor ich das Ganze noch in die Länge treibe, ich werde jetzt hier dann die ganzen
ganze Basis abreißen. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cube Life Island Survival. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.